Hier ist sie auch bei mir, Donna Lewis. Ich habe die ganze Zeit drüber geredet und jetzt ist sie endlich hier. Hi, grüß dich. Hi. Willkommen. Du hast auch die Schleife hier. Die rote Red Ribbon Schleife. Yes, I have my red ribbon. Ja, genau, hier ist sie. Ich bin vielleicht jetzt ein bisschen langsam, denn ich mache das jetzt das erste Mal hier mit Dolmetscherin, aber hier ist mein Band, genau. Vor ein paar Monaten haben wir auch eine Show gemacht und da haben wir die auch alle getragen. Was sagst du zu dem Welt-AIDS-Tag? Findest du das wichtig, dass es so einen Tag gibt? I think it's very important. Ja, ich denke, dass das sehr, sehr wichtig ist. Denn das Wichtigste ist, dass die jungen Leute sich durchaus bewusst sind, dass das eine wirklich sehr schlimme Krankheit ist. Und sie müssen eben sehr, sehr vorsichtig sein und zweimal nachdenken. Genau, das ist die Einstellung. Aber jetzt mal zu dir. Man kann eigentlich sagen, du bist ein Naturtalent, ne? Du hast mit Songwriting, hast mit 14 gemacht, mit 6 Klavier gespielt. Oder wie war das? That's right. Ja, das stimmt. Yeah, started playing the piano at 6. Ja, mit 6 habe ich mit dem Klavierspielen angefangen und ja, Musik war schon immer sehr, sehr wichtig für mich. Ich habe Musik schon immer geliebt und ich wollte schon immer Musik auch zu meinem Beruf machen. Ja, und die ganze Zeit eben habe ich meine eigenen Songs geschrieben und aufgenommen. Aber wo kam dann der Punkt, wo dann vielleicht ein Mann kam, der dann gesagt hat, hey, du bist richtig gut, mach mal doch mal eine Platte. Jahrelang habe ich eigentlich so zu Hause gearbeitet, da mein Studio aufgebaut und habe dann meine eigenen Demos gemacht. Ja, und dann habe ich eben versucht, mit den Plattenfirmen Kontakt aufzunehmen. Aber keiner hat eigentlich so richtig gesagt, oh, möchtest du nicht eine Platte aufnehmen, sondern eigentlich habe ich das so immer vorgeschlagen. Also du hast es dir auch dann hart erarbeitet, ne? Du hast sogar auch, habe ich gehört, in Bars gesungen und für ein bisschen Geld da deine Show abgezogen. Stimmt das? Wie war das? Stelle ich mir auch schwierig vor, vor einer ganzen Menge da aufzutreten und vor allen Dingen als Frau auch in so einer Bar. Also als ich damit angefangen habe, in den Piano-Bars zu spielen, da habe ich das wirklich alles immer gemocht. Denn ja, da waren eben nur ich und das Klavier und ich konnte die Songs spielen, die ich wirklich mag. Kate Bush, Cyndi Lauper, Prince und natürlich auch meine eigenen Songs. Aber natürlich trifft man dann sehr viele Männer, die dann nicht so nett zu einem sind. Aber es war trotzdem für mich eine sehr, sehr gute Erfahrung. Ja. Denn auf diese Weise konnte ich mich als Sängerin und eben Songwriterin doch weiterentwickeln. Aber ich habe schon ziemlich hart gearbeitet, also 6 Mal in der Woche. Ja, aber du hast es dir dann auch, glaube ich, richtig verdient. Und es ging nicht ganz so einfach wie bei anderen. Hey, kannst gut tanzen, komm mal mit, mach mal einen Clip, ne? Also du bist eine richtige Sängerin dann. Ich denke schon, ja, doch. Glaube ich auch. Ich habe wirklich hart gearbeitet und ja, einige Leute haben schon gesagt, Donna Lewis, wer ist das denn? Ich bin plötzlich aus dem Nichts so ungefähr entstanden. Und ich glaube, sie ist ganz groß in den USA und ihr habt natürlich hier auch jetzt Fragen an sie, ne? Hier zum ersten Mal bei Interaktiv in Deutschland und wenn ihr sie anrufen wollt, dann könnt ihr das unter der Nummer machen. 01805 15 17 51 und jetzt haben wir auch was ganz Besonderes vorbereitet, denn dein ganz neuer Clip ist ganz frisch hier eingetroffen. Without Love heißt der, ne? That's right, that's the next single. Ja, genau, die nächste Single. Das ist die im Januar, glaube ich. Ja, also die kommt erst raus, aber wir haben schon den Clip hier als Deutschland-Premiere. Hm? Sollen wir reingucken? Okay, that's yeah, fine. Hier ist okay. Es. Donna Lewis, Without Love. Love. Hi, I'm Donna Lewis. Hallo, ich bin Donna Lewis und ich warte jetzt auf eure Anrufe. Hallo, hallo. Hallo, hier ist Sabine und Janina. Sind? Ihr beide. Ja, wir beide sind da. Hi. Hallo, wir wollten fragen, wie es ihr in Deutschland gefällt. It's a little bit rainy and grey today. Ein bisschen verregnet und sehr grau. Und ja, ich bin noch gar nicht so lange hier, deshalb kann ich das nicht unbedingt sagen, aber die Leute sind sehr, sehr nett. Aber ich glaube, das Wetter sollte nächstes Mal besser sein, wenn ich hier bin. Sonst noch was? Nee, eigentlich nicht. Okay, ne? Also dieser Appell ging nach da oben, ne? Mit dem Wetter. Okay. Ja, Tobi? Ja? Dürfen wir noch jemanden grüßen?
Eine Person oder eine Gruppe oder so? Ja, ein bisschen mehr noch. Aber ganz schnell. Ja, wir waren ganz jubilant, der uns einen Anruf entgegengenommen hat, Christen. Und dann noch Torben, Frauke, Hans, Anja, Birgit, Lothar, Christine, Sandra und die Klasse 10a der Ernst-Badach-Realschule in Ratzeburg und ganz besonders Maurice Manns, Ente und Walze Part. Okay, sind angekommen, ja? Und okay. Ihr beide, ihr müsst euch jetzt hier irgendwie drum streiten. Einmal gibt's hier für euch die neue Single, Donna Lewis, I Love You Always Forever. Das ist ja der große Hit, ne? Right. Der gerade bei uns in den Charts so und das Album. It. Ja, das Album kriegt ihr auch, okay? Okay, oh, tschüssi, danke. Dann singen wir jetzt. Macht gut. Ja, tschüss. So. Bye. Okay. Tschüss. Das ging ja fix. That's mit vielen Grüßen wieder. Und ich frag mal, Hallöchen, haben wir noch einen Anrufer? Hallo, hier ist die Jennifer aus Löhne. Hi, Grüß Jennifer. Gott. Und deine Frage? Hallo, ich habe eine Frage, wie das Leben nach dem Tod deiner Meinung nach aussieht. Gosh, that's an interesting one. Das ist ja wirklich eine interessante Frage. Aber ich stelle mir das sehr, sehr schön vor. Ich habe wirklich eine tolle Vorstellung davon, dass das Leben ganz toll sein wird. Alles wird fantastisch sein. Also ich habe wirklich eine gute Vorstellung davon. Und du? Wirst du wiedergeboren? Ja, also ich schätze mal, dass es keinen Krieg geben wird und so, dass alles so das Gegenteil von dieser Welt geben wird. Hoffen wir auf das Paradies, okay? Ja. Du? Hier auch, die Single und das Album, ja? Ja. Geht an dich. Mach's okay, gut. Tschüssi. Danke, tschüss. Congratulations. Tschüss. Ja. Gute Frage. Und jetzt aber der nächste und letzte für heute. Hallöchen. Hallo, ich bin die Rosi. Hi. Wo kommst du her? Aus Stuttgart. Und du hast bestimmt auch eine brennende Frage auf den Lippen, ne? Okay. Ja, und zwar, ich wollte sie fragen, hast du überhaupt Zeit für deinen Freund oder bist du mehr mit mit deiner Karriere beschäftigt? Actually, I am married. So also eigentlich bin ich verheiratet und er ist mein Manager, also haben wir Zeit füreinander. Und das ist natürlich nett, denn ansonsten wüsste ich nicht, wie ich das anstellen sollte. Okay, klare Antwort. Und I love you always forever, geht das an deinen Mann? Wahrscheinlich, ne? Which one, I love you always forever? Hm? It wasn't actually. Nein, eigentlich nicht. Very first boyfriend, because I was telling everybody how, also ich habe schon erzählt, wie es so ist, wenn man das erste Mal verliebt ist. Und ja, ich habe Martin, also meinen Mann, kennengelernt. Und ja, natürlich kommt in diesem Lied ein Typ mit blauen Augen vor und deshalb dachte er, Naja, ich habe grün-blaue Augen. Da müssen wir einen Kompromiss schließen. Du, eine Single geht an dich und auch das Album, ja? Okay. Alles klar. Danke, dass du angerufen hast. Ne? Also, ja, danke. Tschüss. Tschüss, tschüss, Bye. Tschüss. So, okay. Du, Donna, das war's auch schon. Das erste Mal hier live in Deutschland im Fernsehen. Well, it was very nice. Es war wirklich nett hier. Danke. Die erste Erfahrung hier mit diesem Teil in dem Ohr, aber es war schon okay. Und wir gehen nächstes Jahr auf Tour und dann kommen bestimmt ein paar Live-Shows. Hoffen wir drauf. Ich will dich auch mal hier in Deutschland sehen, okay? Yes, definitely. Auf jeden Fall. Alles klar, dann schlag ein. Mach's gut und jetzt gibt's noch den großen Hit von Donna Lewis, nämlich I Love You Always Forever. Ciao. Okay. Bye, tschüss.